Hi Leute, ich habe wieder ein schönes Rezept für euch, wie auch schon letzte Woche, mit dem ihr eure alten Halloween-Kürbisse verarbeiten könnt. Und zwar diesmal Kürbisbrot. Ich nehme wieder meinen großen Gemüsekürbis und ihr könnt natürlich jeden anderen Kürbis nehmen, den ihr wollt. Also Hokkaido-Kürbis zum Beispiel und auch anderes Gemüse. Zum Beispiel könnt ihr auch ein Zucchini-Brot daraus machen. Okay, los geht's. So, den Gemüsekürbis muss ich jetzt schälen und die meisten anderen Kürbisse müsst ihr wahrscheinlich auch schälen. Außer jetzt den Hokkaido-Kürbis zum Beispiel. So, ihr braucht ca. 400 Gramm Kürbis und den könnt ihr jetzt erstmal mit so einer feinen Reibe reiben. Jetzt könnt ihr an den Kürbis so ca. einen halben Teelöffel Salz ranmachen. Das Ganze so ein bisschen unterrühren. Und dann erstmal stehen lassen. Dann braucht ihr 20 Gramm Trockenhefe. Gebt es in eine kleine Schüssel. Außerdem 30 Gramm Ahornsirup und ungefähr 125 Milliliter lauwarmes Wasser. Das Ganze schön durchrühren. Dann habe ich hier 600 Gramm Mehl, bestehend aus 300 Gramm Dinkelvollkorn und 300 Gramm feinem Dinkelmehl. Aber bevor wir das alles jetzt da reingeben, könnt ihr nochmal euren Kürbis angucken. Der sollte nämlich ein bisschen Wasser gelassen haben. Und genau das können wir jetzt mal ausdrücken. Das kann man entweder so machen mit der Hand, mit dem Geschirrtuch oder ich mache es ganz einfach jetzt mit einem Sieb. Drückt das Ganze so ein bisschen durch, dass halt nicht zu viel Flüssigkeit ins Brot kommt. So, wenn ihr es richtig schön ausgedrückt habt, also kaum noch Flüssigkeit rauskommt, könnt ihr dann den Kürbis zu eurem Mehl geben, genauso wie auch die Hefe. Außerdem ungefähr 1,5 Teelöffel Salz. Und das Ganze könnt ihr jetzt schön durchkneten. So, das Ganze jetzt schön lange und kräftig durchkneten. Wenn ihr zu Hause eine Teigknetmaschine habt, dann, ja, dann nehmt natürlich auf jeden Fall die. So, ich habe den Teig jetzt gute 5 Minuten durchgeknetet. Das sollte eigentlich erstmal reichen. Dann könnt ihr den Teig jetzt wieder in eine Schüssel geben, mit einem Tuch abdecken und den ungefähr so 40 Minuten an einem möglichst warmen Ort gehen lassen. So, das war jetzt sogar eine Stunde. Der ist schon ganz gut gegangen, der Teig. Dann braucht ihr eine Form zum Backen. Ich habe jetzt hier eine Kastenform. Ihr könnt natürlich auch andere Formen nehmen, wenn ihr möchtet. Und vielleicht geht es auch ganz ohne Form, aber das habe ich noch nicht ausprobiert. Ich weiß nicht, ob der Teig dann zu sehr zerfließt. Die Kastenform könnt ihr jetzt jedenfalls erstmal mit Margarine ausstreichen. Und dann könnt ihr euren Teig rausnehmen. Nochmal ganz kurz durchkneten. Dann könnt ihr ihn in die Form legen und ihn da nochmal abdecken und nochmal gehen lassen. So, das Brot habe ich jetzt nochmal gehen lassen, circa 2 Stunden, und das sieht doch echt gut aus jetzt. Euren Ofen könnt ihr schon mal vorheizen auf 165 Grad und sobald der heiß ist, könnt ihr das Brot dann ungefähr eine Dreiviertelstunde lang backen. Stellt am besten noch eine Schüssel oder eine Tasse mit Wasser in den Ofen dazu. So, rein mit dem Brot. So, das waren jetzt 45 Minuten. Sieht doch schon ganz schön dunkel aus. So, sieht auf jeden Fall super aus. Und klingt auch toll. Ja, sollte auf jeden Fall gut sein. Gucken, ob wir das einfach rausgelöst kriegen. Ja. So, und bevor ich das jetzt aber jetzt gleich aufschneide, ist ja noch ziemlich heiß, werde ich das mal so 10 Minuten erstmal so ein kleines bisschen zumindest auskühlen lassen.
So, das ist jetzt zwar immer noch ziemlich warm, das Brot, aber ja, ich kann es irgendwie auch nicht abwarten. Ich streiche jetzt mal die Scheibe ab. Oh, sieht auf jeden Fall wunderbar aus. Und riecht auch klasse. Und es ist auch richtig schön fluffig. Mal ein bisschen fester wird es noch werden, wenn es abkühlt. Aber ich finde, das ist schon mal ein gutes Ergebnis. So, mal kosten. Oh, wirklich gut. Ja, wirklich sehr lecker, das Brot. Und wie gesagt, eine super Methode, um die alten Halloween-Kürbisse loszuwerden. Ja, funktioniert, wie schon gesagt, auch mit Zucchini oder auch mit anderen Kürbissorten. Und ja, ihr könnt es auch noch ein bisschen verfeinern. Ihr könnt zum Beispiel ein kleines bisschen Majoran, vielleicht ein oder zwei Teelöffel, in das Brot geben. Das gibt dem Ganzen nochmal so eine ganz besondere Note. Oder ihr könnt zum Beispiel ein paar Kürbiskerne in den Teig geben und die dann mitbacken. Das ist dann auch nochmal für den extra Biss. Ja, ich mag so pur eigentlich ganz gerne. Ja, euch danke ich wieder fürs Zusehen. Außerdem wünsche ich euch viel Spaß beim Backen und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss! Ba, ba, da, ba.